Mal ganz ehrlich, liebe Zuschauer, wenn Sie ein Haus neu bauen oder eine gebrauchte Immobilie kaufen und umbauen, können Sie sich im Voraus vorstellen, wie es fertig aussieht? Ich ehrlich gesagt nicht, aber im Zeitalter der Digitalisierung ist das gar kein Problem, denn man kann alles schon im Voraus visualisieren. Der Traum vom Eigenheim, oft bekommt er einen Dämpfer, wenn man in einem Rohbau steht, jetzt aber Entscheidungen treffen soll, die Geld kosten werden. Wie soll das hier mal aussehen? Bekommen wir dann alles unter? Fühlen wir uns am Ende auch wohl? Wichtige Fragen, auf die man Antworten haben sollte, bevor man eine Immobilie kauft, um- oder neu baut. Wenn die Vorstellungskraft nicht reicht, können Profis heute Abhilfe schaffen. Das Stichwort virtueller Immobilienrundgang. Im Prinzip lohnt es sich immer da, wo man sich schlecht vorstellen kann, wie das Haus oder die Wohnung, also die Immobilie am Ende aussehen wird. Das heißt, zum Beispiel, ich habe wirklich ein ganz altes Haus, das total sanierungsbedürftig ist, wo ich noch Grundrisse beispielsweise ändern möchte. Da kann ich dem Kunden, dem Endverbraucher zeigen, wie es dann am Ende dann sein wird, werden wird. Das ist immer dann wichtig, wenn viel Fantasie ins Spiel kommen muss, sodass man sich das vorstellen kann. Das können ganz, ganz viele nicht. Oder eben im Neubau, wenn noch gar kein Gebäude steht, sodass ich im Prinzip dem Kunden schon zeige, so wird deine Wohnung später mal aussehen. Bei der Sanierung oder beim Bau von Immobilien wird viel in 2D geplant. Für den Laien oft schwierig, alles zu verstehen und sich alles auch richtig vorzustellen. Der virtuelle Immobilienrundgang kann hier im Zweifel helfen, die richtigen Entscheidungen in der Bauphase zu treffen. Es geht darum, das in 3D tatsächlich virtuell zu erleben. Es geht um die Ausstattung, es geht darum, welche Bodenbelege werden da verlegt werden, wie sehen meine Wände aus, wie wird mein Bad beispielsweise, was auch immer ein ganz großes Thema ist, aussehen. Ist da eine Badewanne drin, ist eine begehbare Dusche untergebracht, wie groß sind die Fensterelemente, wie ist der Lichteinfall zum Beispiel, auch ein ganz großes Thema immer, ist die Wohnung hell. Also all diese Dinge zeigen sich in diesem Rundgang und die kann man tatsächlich richtig erleben. Bei einem Objekt im Firmenportfolio kam gerade wieder der virtuelle Immobilienrundgang zum Einsatz. Er half, das Haus für die Kunden greifbarer zu machen. Wir befinden uns jetzt im Bungalow in Mutterstadt, hier im Dielenbereich. Die Besonderheit ist, wie man hier dann auch relativ schnell erkennen kann, dass die Deckenhöhe 4,50 Meter beträgt. Das ist wirklich ein sehr offenes, transparentes Raumgefühl. Das ist jetzt so das typische Beispiel. Ganz, ganz schönes Haus eigentlich vom Grundriss her, aber eben sehr stark renovierungsbedürftig. Dadurch hatten wir, also wir haben es in die Vermarktung bekommen und es war dann einfach so, dass wir auch ganz viel Nachfrage hatten. Allerdings der Aufwand, der dahinter steckte, das zu renovieren und teilweise in dem Fall jetzt noch auszuräumen, weil die Eigentümerin es nicht mehr ausräumen konnte aus persönlichen Gründen, war den Interessenten am Ende viel zu viel. Mit dem virtuellen Rundgang können sich die potenziellen Käufer nun also ein genaues Bild machen, wie die Immobilie mal aussehen wird und müssen nicht die Katze im Sack kaufen. Aber nicht alles wird natürlich exakt so, wie man es im virtuellen Rundgang sieht. In dem Rundgang selber ist es so, dass es tatsächlich Beispiel Möbel sind. Das ist in der Regel ein bestimmter Trend, der in dem Grundriss, in dem Rundgang umgesetzt wird, dass das Ganze halt einen roten Faden hat. Natürlich bringt jeder seine eigenen Möbel in aller Regel mit, die er dann da reinstellen kann. Das können wir aktuell in dieser Form des Rundgangs nicht platzieren. Es gibt darüber hinaus auch Programme, die das können. Das wäre dann mal noch eine Weiterentwicklung dieses Gedankens. Aus Alt mach neu, aus Roh mach fertig, aus Fantasie mach ein Stückchen Realität. Dabei hilft der virtuelle Immobilienrundgang. Ein Werkzeug, das man gerade bei der aktuellen Immobiliensituation nicht außer Acht lassen sollte. Denn wenn man schon viel Geld ausgibt, dann sollte es wenigstens richtig geplant sein.